Namaste, ich grüße dich. Ich freue mich, dass du da bist. Ich danke dir, dass du da bist. Und ich möchte dir etwas weitergeben. Für alle Menschen, die jetzt erwachen. Auf unserem Weg in den Aufstieg. Ich gebe dir etwas weiter. Von einem Artikel aus dem Buch Daniel Prinz, wenn das die Menschheit wüsste. Die neuen Schleier, warum Menschen die Wahrheit nicht sehen können. Der erste Schleier. 10% aller Menschen. Werden diesen ersten Schleier durchdringen und die Welt der Politik entdecken. Sie werden wählen gehen, aktiv werden und sich eine Meinung bilden. Die Meinungen werden durch die physische Welt um sie herum geformt werden. Die Menschen werden durch das öffentliche Bildungssystem dazu konditioniert werden. Regierungsbeamte, Medienpersönlichkeiten und andere Experten als primäre Autoritäten anzuerkennen. 90% der Leute in dieser Gruppe werden leben und sterben, ohne den dritten Schleier zu durchdringen. Der zweite Schleier. 10% der Menschen werden auch den zweiten Schleier durchdringen, um unsere Geschichte zu erkunden, die Beziehung zwischen Mensch und Regierung, sowie die Bedeutung der Selbstverwaltung durch konstitutionelles Recht und durch das Common Law, Gewohnheitsrecht. 90% der Leute in dieser Gruppe werden leben und sterben, ohne den dritten Schleier zu durchdringen. Der dritte Schleier. 10% derer, die den zweiten Schleier durchdrungen haben, werden irgendwann auch den dritten Schleier lüften, um herauszufinden, dass die Ressourcen dieser Welt, einschließlich Menschen, von extrem reichen und mächtigen Familien kontrolliert werden, deren alte weltweite Vermögensgüter durch moderne Erpressungsstrategien zum Fundament geworden sind, auf dem die ganze Weltwirtschaft basiert und aktuell verschuldet ist. Anmerkung: Schuld, Geld und Zinssystem gekoppelt mit Lohnarbeit. 90% der Leute in dieser Gruppe werden leben und sterben, ohne den vierten Schleier zu durchdringen. Der vierte Schleier. 10% derer, die den dritten Schleier durchdrungen haben, werden den vierten Schleier durchdringen und die Existenz der Illuminati, der Freimaurerei und anderer Geheimorden entdecken. Diese Gesellschaften nutzen Symbole und halten Zeremonien ab, die den Transfer von Geheimwissen
zur nächsten Generation bewerkstelligen, das dazu genutzt wird, die gewöhnlichen Leute politisch, wirtschaftlich und spirituell an die ältesten Blutlinien dieser Machthaber zu binden. "90% der Leute in dieser Gruppe werden leben und sterben, ohne den fünften Schleier zu durchdringen. Der fünfte Schleier. 10% werden in ihrer Entwicklung den fünften Schleier durchdringen und erfahren, dass die Geheimgesellschaften technologisch derart weit entwickelt sind, dass Zeitreisen und interstellare Kommunikation keine Grenzen kennt. Und dass die Mitglieder dieser Geheimgesellschaften die Gedanken und die Handlungen der gewöhnlichen Menschen mit einer Leichtigkeit kontrollieren. So wie wenn wir unseren Kindern sagen, wann sie zu Bett gehen sollen. Die hochmoderne Technologie erschafft sogar künstliche Lebensformen, da der Mensch, in Klammern sprich die Machthaber, danach bestrebt ist, Gott zu ersetzen. 90% der Leute in dieser Gruppe werden leben und sterben, ohne den sechsten Schleier zu durchdringen. Der sechste Schleier. 10% derer, die den fünften Schleier durchdrungen haben, werden den sechsten Schleier durchdringen und erfahren, dass die Drachen, Echsen und Außerirdischen, von denen wir dachten, sie seien Monster aus Kinderbüchern, in der Tat real sind und in Wirklichkeit die kontrollierenden Kräfte hinter den Geheimgesellschaften sind, die auf der Ebene des vierten Schleiers entdeckt wurden. "90% der Leute in dieser Gruppe werden leben und sterben, ohne den siebten Schleier zu durchdringen. Der siebte Schleier. 10% derer, die den sechsten Schleier durchdrungen haben, werden die Ebene des siebten Schleiers durchdringen, auf welcher die Welt der fraktalen Geometrie und das universelle Gesetz der Zahlen vollständig verstanden und angenommen werden kann. Die kreative Kraft des ganzen Universums ist verbunden mit numerischen Codeformeln und Sequenzen und allen Mysterien, einschließlich der Struktur von Zeit, Raum, Paralleluniversen sowie der Zugang zu ihnen, werden entschlüsselt. Diejenigen, deren Intellekt es ihnen erlaubt, den siebten Schleier zu durchdringen, erliegen oft den Verlockungen und Versprechen massiver Reichtümer, die ihnen die Herrscherelite anbietet. Und deshalb leben und sterben 90% der Leute in dieser Gruppe, ohne den achten Schleier zu durchdringen. Der achte Schleier. Den achten Schleier zu durchdringen, offenbart Gott und die pure Energie als Liebe bekannt. Und welche die pure Lebenskraft in allen Wesen ist, die alle miteinander verbunden und eins sind.
Tiefe Demut ist notwendig, um jemals diesen Schleier zu durchdringen. Anmerkung: Hier ist die bedingungslose Liebe gemeint. Der neunte Schleier. Diesen Schleier zu durchdringen bedeutet das Perfektionieren der puren Energie, die als Liebe bekannt ist, und somit wahrhaftig eins werden mit Gott und seinen Formulierungen. Durch das Perfektionieren dieser puren Energie lebt man vollständig das Prinzip des Mitgefühls und gewinnt darin das volle Verständnis des universellen Plans, der Aufopferung, des Todes und der Erlösung. Das Leben selbst wird dann vollständig. Der Kreis schließt sich also für einen selber. Und man schaut auf die Welt durch die Augen eines unschuldigen Kindes. Doch mit der tiefen Weisheit geboren aus purer Liebe, die auf der Ebene des achten Schleiers erreicht wurde. Was Hawkins mit dem neunten Schleier erklärt, könnten wir als Christusbewusstsein interpretieren. Und abschließend, wenn diese Theorie stimmen sollte, erlangen in dem neunten Schleier wenige das Christusbewusstsein. Jedoch jetzt ändert sich die Energie. Mehr und mehr Menschen durchschauen die Lügen und lösen sich aus der Matrix. Ursprünglich ging man davon aus, dass in jeder Stufe ungefähr 15% mit weiterem Potenzial nach oben derzeitig schon erwacht sind. Jedoch nun, in der Dimension der Schnelligkeit und Ausdehnung des Bewusstseins, bis zum Aufstieg, sind es mittlerweile viel, viel mehr geworden. Lass es sich verdoppeln und vielleicht je nach eigenem Seelenplan potenzieren in der Gemeinschaft, in der wir sind. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, voller Licht, Liebe und Bewusstsein.